Oh, look, hier habe ich ein Noten bekommen vom Lehrerin. Ich weiß nicht, was das heißt, 11 and a half. Es ist nicht 100% sicher. Das ist lustig. Aber vielleicht wegen die Beine. Die sind so dünn, die sind nicht realistisch. That's the first picture I have, the only picture from Vienna. Weil ich kam von Amerika nach Wien direkt. Und die Angewandte Kunstakademie und Modeschule Hetzendorfer. Und dann nach Paris in die École des Beaux-Arts und eine Haute Couture-Schule. Und dann später, als ich in Schaffhausen war und meine Kinder größer werden, habe ich Mode für die Schaffhauser Nachrichten gemacht. Später habe ich es für die Zeitungen gemacht, die Premieren von Schauspielstücken oder Opernhaus Ballett habe ich in die Hauptprobe zeichnen können. Und dann habe ich sie gefaxt an die Redaktion. Damals hat es ein Fax gegeben. Und ich konnte damals nur schwarz-weiß arbeiten. Das war sehr anspruchsvoll, ein ganzes Schauspielstück zu reduzieren in einem Zeichnung und unter Druck. Ich arbeite am besten wahrscheinlich unter Druck. So, mein erster Gericht war in Schaffhausen, habe ich angefangen für die Schaffhauser Nachrichten. Und sonst bin ich nach Zürich für die Tagi und hat 20 Jahre für Tagesanzeiger Zeichnungen gemacht von Gerichtsprozessen. Die ganze Leben lang habe ich gezeichnet in Skizzenbüchern. Einfach Menschen in ihre Ausdrücke, Menschen lachen, weinen, lesen, schlafen. Das hat mich gefolgt die ganze Leben lang. Wieder in High School, wo ich der Sportskönigin gewonnen hatte. Und dann habe ich einen Bouquet bekommen und eine junge Fußballstar hat mich begleitet. Es war eine große Ehre, um das zu kriegen. Und nachher war ich Miss San Carlos. Ich habe zwei Schönheitskönigin-Preise in einem Jahr gewonnen. Und die ganze Serie heißt The White Dress. So die weiße Kleider, die mich verfolgt hat in meinem Leben, habe ich in dieser Serie gemacht. Und das ist ein richtig Schaffhauser. Das ist Sepp Gnädinger. Irgendwie, wir haben uns wirklich gut verstanden. Das war eine richtig Künstlerfreundschaft. Manchmal hat seine Neffe, Matthias Gnädinger, für uns gekocht, einen großen Topf. Und wenn er ein Schauspielstück hatte, bin ich die Pfarrerin, so dass die beiden Männer trinken konnten. Aber dabei durfte ich sein und das war so interessant mit diesen zwei Männern. Diese habe ich in Sardinien angefangen, so richtig Nester in den 80er Jahren. Und dann später wurde sie abstrahiert. Es war mein Motiv, das ich wirklich immer wieder verfolgt hat. Nach dem nächsten Motiv war ich wieder in Graubünden in einem Artist in Residence und dort kam allmählich dieses Kokon-Symbol. Und es war auch eine Entwicklung von meinem Charakter, dass ich mehr introvertiert werde, nicht so explosiv. Ich habe diese Kokon sehr gern gemacht. Die sind Symbol von, so dass wenn etwas kocht oder entwickelt, es wird nachher explodieren in der Frühling. Aber bis jetzt ist keine Schmetterling rausgekommen.